Keine Premiere ohne Promis. Und zwar eine, bei der die VIPs den Abflug machen, bevor es richtig angefangen hat. Eine Beschleunigung wie im freien Fall. Und schon fliegt der Fernsehkoch. Scheiße, wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Ein Board festgeschraubt auf einer Schiene, 1 Meter lang, 1,5 Meter breit. Darauf sollen die Stars aus Sport und Showbiz den 60 Meter langen Parcours meistern. Am besten im Stehen. Die erste Strecke ist total heftig. Da macht man sich kurzzeitig mal in die Hose, weil das geht so steil runter. 12 Stars aus 3 Mannschaften suchen den besten Einzelfahrer auf dem Dropslide. Geheimfavorit ist Fun-Sport-Esoteriker Christian Ulmen. Der Drop, der Fun und ich, wir waren eins. Fun-Drop Christian Sports, that's me. Wie weit kommen die VIPs? Wie schnell sind die Stars? Und wie gut sehen sie eigentlich dabei aus? Dropslide Contest 2005. Prominente Sportler und Fit for Fun TV Zuschauer bei der wohl ungewöhnlichsten Mutprobe des Jahres. Wie sieht das Ganze aus? Protektoren an, rauf auf den Dropslide. Er ist die neueste Errungenschaft im Actionsportbereich und die Piste runter. Sie hat es ordentlich in sich. Ich bin ein bisschen, also ich habe Respekt, sagen wir es so. Auf die Plätze und los geht's. Die Senke hinter dem Start, der sogenannte Drop. Das war das schwierigste Stück. Wer die Kuppe gemeistert hat, ist noch lange nicht im Ziel. Sieht zwar einfach aus, aber das Board wackelt in alle Richtungen. Die anderen müssen das natürlich besser machen als ich, aber das schaffen sie garantiert. Los geht's. Erster Contest ist die Mannschaftswertung. Das Team VIP startet in den roten Trikots. Christian Ulmen, 30 Jahre Schauspieler und trainiert. Diana Eichhorn, Vox-Moderatorin bei Hund, Katze, Maus. Ralf Zacherl, 34, Profikoch, durch Vitaminkur ideal vorbereitet. Ruth Moschner setzt auf den Faktor Frau. Frauen mit großen, runden Pos haben natürlich dementsprechend große Schwungmasse. Das heißt, ich werde da mit einer Geschwindigkeit dahin brettern, dass die anderen nur noch mit den Ohren schlackern. Christian, hast du eine Taktik? Ja, ich habe einen Mentaltrainer mitgebracht, den ich euch auch gerne zur Verfügung stelle. Das ist mein Mentaltrainer, der Norbert, mitgebracht. Könnt ihr auch gerne mal, wenn ihr Mentalhilfe braucht, Norbert fragen. Toi, toi, toi und viel Spaß. Das ist unprofessionell, weil sie die Energie in ihre Stimme vergeudet. Miese 18 Punkte für Ruth. Ich bin begeistert von meinem Team. Ganz toll. Hektik bei Ulmen. Der Coach fehlt am Start und Ulmen soll die abgeschlagenen Promis nach vorne fahren. Norbert, Deine Mannschaft ist hinten. Bleiben, ja? Ist der Druck groß? Kannst du das aushalten? Also Christian steht jetzt schon ordentlich unter Druck, Norbert, aber hast du ein gutes Gefühl? Ja, das legt sich gleich wieder. Schön langsam atmen, ja? Und denk dran, Gewichtsverlagerung. Mit der schnellsten Pirouette, die der Dropslide je sah, will Herr Ulmen die Jury beeindrucken. Wird nix. Also sind alle besser als ihr. Meine Po-Methode hat auch nichts gebracht. Ich habe extra viel gegessen diese Woche. Diana Eichhorn versucht nochmal Punkte gut zu machen, kommt aber bei Tempo 30 nicht in den Stand. Und Zacherl versaut es dann komplett für die VIPs. Das Endergebnis der Teamwertung ist eindeutig. Erster die Sportler mit 106 Punkten, zweiter Team Action mit 86, dritter die VIPs mit schlappen 69. Jetzt ist natürlich bei so einer Sache immer die Geschichte, was passiert mit dem Trainer? Unser Mentaltrainer ist ja derjenige, der die beste Arbeit von uns allen gemacht hat. Denn mental, muss man ja sagen, waren wir alle völlig gut drauf. Mental waren wir gut drauf. Es hat körperlich hier und da nicht ganz gereicht, aber dafür kann ja der Norbert nichts. Wakeboarder Benjamin Hinterberger mit fetten 30 Punkten und Kitesurfer Dirk Hanel sind die besten Blauen und im Finale. Aus dem gelben Action-Team qualifizieren sich Vox-Moderator Dirk Steffens mit guten 23 Punkten und Isidor Gröner. Überraschung und Frauenpower bei den VIPs, Diana Eichhorn mit 22 Punkten. Sowie der größte Speed-Popo des Wettbewerbs, Ruth Moschner, sind die besten Promis und im Finale. Okay, es geht los, Dirk Hanel! Jetzt müsst ihr aber nochmal alles geben. Ja, werde ich auf jeden Fall. Was hast du vor? Erstmal eine schnelle Zeit fahren und dann vielleicht im Ziel noch irgendein paar Tricks rein. Na gut, bin ich gespannt. Auf geht's. Gut, danke. Dirk Hanel steht sehr souverän die Senke und geht mit einer 180-Grad-Drehung durchs Ziel. Zeit 16,8 Sekunden. Gut vorgelegt für Bernhard Hinterberger, aber auch der Wakeboarder gibt sich keine Blöße. Ist im Stehen schneller als Kollege Grüner im Liegen. Respekt. Ist viel schwerer, als sie aussieht. Wie charmant.
halten, das nützt dir in dieser Position aber überhaupt nichts. Wahrscheinlich macht mich das aber aerodynamischer. Und das ist ja mein Ziel. Eine Taktik, die im ersten Lauf nicht aufgeht. Denn als Dirk Steffens zum schnellen Tempo auch noch Style-Punkte sammeln will, reißt es ihm vom Bord. Blöd, nur 14 Punkte. Ich weiß nicht, warum ich das Aufstehen nicht schaffe. Ich versuche es jetzt zum dritten Mal und es klappt einfach nicht. Bessere Noten wollen die beiden VIP-Girls. Unmöglich? Okay, aber vielleicht schafft ihr es ja doch. Ja, also ich ärgere mich ein bisschen, dass ich mich jetzt nicht traue, im Stehen runterzufahren, weil das eine Goofy-Kurve ist und ich leider regular fahre. Sonst würde ich mich das nämlich trauen. Deswegen fällt mir das so leicht. Ja, das ist viel einfacher. Ich bin nämlich Goofy. Ja. Ist viel einfacher deswegen. Ja, diese Goofy-Kurve, die ist mir vorhin auch schon aufgefallen. Aber als Mickey-Maus-Abonnentin habe ich davon überhaupt keine Ahnung. Deswegen mache ich lieber einen auf Daisy. Aus 3,50 Meter stürzt sich Diana Eichhorn in den Abhang und bleibt sitzen. Wäre ja auch noch schöner. Hohes Tempo, dann kommt der Goofy-Auftritt. Regular natürlich. Regular heißt rechtes Bein nach hinten. Das kommt bei der Jury gut an. Insgesamt nur ein Punkt Rückstand hinter den drei Sportlern. Super. Ruth Moschner im ersten Finallauf. Ruth Part, was sagst du als Mentaltrainer? Ja, sie ist gut aus der Tiefe gekommen. Die Kurve nimmt sich jetzt sehr gut. Sie lacht auf jeden Fall. Also sie ist bestimmt auch total glücklich. Jawohl. Ich glaube nicht, dass sie nochmal antritt. 20 Punkte, vorletzte. Wir warten jetzt nochmal die Wertung ab und ich bin so gespannt, ob unsere Voxler nochmal das Ruder rumreißen können. Ich fand sie toll. Ich fand sie wirklich gut. Besonders Diana hat echt probiert, alles zu geben. Die Tabelle vor dem letzten Lauf. Bernhard Hinterberger auf 1, dahinter Dirk Hanel. Auf Platz 3 Isi Gröner. Dicht dahinter mit einem Punkt Rückstand lauert Diana Eichhorn. Ganz unten Ruth Moschner und Dirk Steffens. Der letzte Lauf entscheidet. 3, 2, 1, go! In umgekehrter Reihenfolge geht's weiter. Dirk Steffens, 4 Punkte hinter Ruth Moschner, riskiert nichts mehr. Das bringt ihn mit unter 15 Sekunden endlich zur persönlichen Bestleistung. Zu spät. Der letzte Platz drohte. Ja, und den hast du ja auch gekriegt, also locker. Ich bin immer noch letzter? Bestimmt. Get your hands ready! Viel Popo, gleich viel Speed. Wir erinnern uns an die Taktik von Frau Moschner. Dieser Lauf entscheidet jetzt in der Einzelwertung, wer als Sieger hervorgeht aus dem Rennen. Ja, Ruth war ja immer unser schwächstes Glied in der Kette. Aber jetzt macht sie sich ganz gut. Toll, Ruth! Aber Ruth verliert 2 Sekunden auf Dirk Steffens und rutscht auf den letzten Platz. Hat sie toll gemacht. Nein, du musst nicht oder? Mehr. Hat sie toll gemacht, Ruth. Du musst nicht mehr. Die richtige Annahme. Du hast das jetzt aber wirklich hinter dir. Echt cool. Oh Mann, ich bin so froh, wirklich. Du bist in der Gesamtwertung irgendwie nach oben? Nein, ich glaube nicht. Nein. Also ich hoffe nicht, weil dann müsst du noch mal. Du bist erlöst. Zieh dich aus. Trink was, iss was, lass es dir verdient. Essen möchte ich jetzt nichts mehr, vielen Dank. Kein Hunger. Aber du warst toll. Du machst das toll, Christian. Ja, ich dachte mal ein bisschen nützlich, ich hab nichts mehr zu tun. Der spannende Kampf um Platz 3. Ein Punkt liegt Diana Eichhorn hinter Isi Grüner. Kann sie es schaffen, als VIP unter die Top 3 zu fahren? 18,4 Sekunden, die langsamste Zeit bislang. Aber die Style-Noten sind hoch. 26 Punkte total. Sehr gut. Aber jetzt gerade gar nicht mehr. Ich bin am Ende. Skiass Isidor Grüner. Platt wie eine Flunder rast er in den Dropslide. Streckenrekord. Wie war's? Ja, voll geil. Es ist echt der Spaß. Ja. Und man freut sich immer wieder, wenn man raufkommt. Außer es ist dann schlecht. Aber es war gut, war cool. Jetzt habe ich noch den Speedrekord gebrochen, das ist cool. Dirk Hanel, 4 Punkte Rückstand hinter Bernie Hinterberger. Da geht was. Er kriegt für seine Fahrt zum ersten Mal an diesem Tag die maximale Style-Wertung. Neuer Spitzenreiter. Und wie fühlt man sich so? Gut. Es hat viel Spaß gemacht. Bernie unter Druck. Einen Punkt muss er jetzt wieder gut machen. Riskiert alles und fliegt vom Brett. Was für ein Pech. Aber hat nicht sollen sein. Bisher bin ich nicht runtergefallen. Jetzt ist halt passiert. Macht nichts. Dafür kommt sein erster Lauf in die Wertung. Das ist auf jeden Fall der Hammer. Ich freue mich tierisch und passt. Die Jury berechnet das endgültige Ergebnis. 36 Fahrten in 3 Stunden. Die Premiere des Dropslide ist vorbei. Alles, was fehlt, ist ein Siegerlächeln.
Abgeschlagen auf Platz 6, Ruth Moschner. Dirk Steffens hat sich noch davor gesetzt. Beste Dame, Diana Eichhorn auf 4. Dritter, Isi Grüner. Zweiter, Bernie Hinterberger. Und ganz knapper Sieger, Dirk Hanel mit 35 Punkten. Oh, schön. Wie fühlt man sich als Gewinner? Super, super, ja. Herzlichen Glückwunsch.